Es ist Montag, keine Frage. Es ist 14.17 Uhr. Super. Wir spielen heute für einen Zuschauer ein bisschen Jazz und versuchen den Jazz so ein bisschen in das ernste Thema hineinzuschieben oder zu transferieren. Es geht um Leadership. Ja. Judith, kannst du gleich mal Jingle spielen für unser Leadership? Perfekt, das ist unser Jingle. Wir machen das zum ersten Mal. Das heißt, nicht wundern, wenn wir das noch nicht so perfekt machen, wie es die anderen Profis machen. Aber da halten wir uns ein bisschen an die Jazz-Leitlinie. Jazz ist ja, ich weiß nicht, Judith, würdest du mir vielleicht recht geben, eine Improvisationsmethode. Zumindest habe ich das jetzt immer auf der Bühne wahrgenommen, wenn ich in Jazzclubs unterwegs war. Und deswegen hat mich das Ganze auch so ein bisschen fasziniert. Dann Judith, schön, dass du da bist, ja, dass du mein Gast bist. Ich habe dich noch sehr schön in Erinnerung hier in Augsburg, als du unterwegs bist als Jazzmusikerin und mir den Abend mit den anderen Kandidatinnen oder Teilnehmerinnen sehr versüßt hast. Bevor wir in das Thema Leadership einsteigen, kurze Frage an dich. Erzähl mal so ein bisschen was über dich, über deine Person, über deine Musik, über deine Leidenschaft und vielleicht nochmal zu unserer Verbindung ganz kurz zwei, drei Sätze. Ja. Naja, also ich spiele schon seit Kindheit an Klavier und habe dann später studiert, Musik studiert als Toningenieurin Musik und Elektrotechnik. Arbeite in Köln an der Kunsthochschule für Medien als Toningenieurin im Filmpostproduktionsbereich und leite eben nebenbei dieses Musikprojekt im Genre Crossover Jazz, Pop, Soul, Funk. Und in dem Projekt spiele ich Klavier und singe. Und wir haben uns kennengelernt in Augsburg. Da haben wir ein Konzert gespielt Ende September. Ich, mein Saxophonist Sergei Tschernenko und eine Schlagzeugerin aus Frankfurt, die da zum ersten Mal bei uns dabei war, Tia Floria. Und da warst du unser Gast. Genau, so war es damals. Ja, das ist ein super toller Abend gewesen. Wir haben uns dann auch hinterher ganz kurz über das Thema Leadership unterhalten, also da war Leadership noch gar nicht leadermäßig unterwegs, sondern eher so allgemein gehalten, weil mich tatsächlich das beeindruckt hat, wie du deine Musiker auf der Bühne ja orchestriert hast. Das war mir neu gewesen, dass das so schön funktioniert, so harmonisch funktioniert und alle so ein bisschen auf dich geguckt haben, du aber auf die anderen geguckt hast, das Ganze auf Augenhöhe war und somit auch ein wunderschönes Ensemble, letztendlich Ensemblebild ergeben hat. Vielleicht mal kurz die Frage an dich, inwiefern siehst du oder wie weit siehst du Leadership in der Musik, gerade jetzt, was du anbelangst, weil fühlst du dich als Leader tatsächlich oder fühlst du dich als Teil des Teams, also wie nimmst du das auf der Bühne konkret wahr? Ich denke, das ist sehr wechselhaft. Also zum einen ist es natürlich so, dass ich das Projekt leite. Und in der Funktion der Leiterin bin ich auch verantwortlich dafür, die Gigs zu akquirieren, zu entscheiden, wer spielt, zu entscheiden, was wir spielen. Ich mache die Programmgestaltung, ich organisiere auch die Logistik der Tour und so weiter. Das hängt alles bei mir, weil wir eben keine feste Bandformation sind. Wenn man eine feste Bandformation ist, kann man sich diese Aufgaben aufteilen. Aber ich habe mich jetzt bewusst entschieden, das so zu machen. Weil dadurch habe ich natürlich relativ viel Arbeit, aber kann auch sehr alleine das entscheiden, ohne das mit anderen abzustimmen. Und das erfolgt dann halt so, dass ich die Konzerte organisiere, die Musiker frage. Und in dem Moment, wo wir dann aber spielen und auf der Bühne sind und alles, ich sag mal, organisatorische geregelt ist, wo spielen wir, wann spielen wir, was spielen wir, dann kommt die Musik. Und die Musik ist natürlich ein Geben und Nehmen. In der Musik oder im Musizieren und natürlich vor allen Dingen auch im jazzigen Musizieren ist es ein Geben und Nehmen, eine Kommunikation. Ja, deswegen weißt du ja, ich habe auch mal meinen Song Communication geschrieben, weil dann ist es natürlich so, manchmal steht ein Instrument mehr im Vordergrund und manchmal ein anderes. Und das ist teilweise vorgegeben von mir und teilweise wird das aber dann auch durch die Improvisation erst lebendig. Und deswegen muss man auch sehr genau aufeinander hören und sehr genau miteinander sich abstimmen, um dieses Geben und Nehmen dann auf der Bühne zu realisieren. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, würde ich sagen, gebe ich die Leadership
Funktion ein bisschen zurück. Bleibt aber Interessant. natürlich dabei, dass ich dann trotzdem immer noch die Chefin bin und natürlich die Moderation übernehme und die Songs ansage. Aber es passiert ja dann auch was und dann kann man auch abgeben. Das heißt, Kommunikation ist das A und O, auch auf der Bühne. Leadership geht dann meistens so ein bisschen zurück. Das heißt, so die klassische Führungspersönlichkeit steht dann nicht im Raum, sondern schon jemand, man sagt in der im Digital Leadership auch, man sollte so der Schafsleader sein, der Sheepleader, der unter den Schafen ist, nicht der Wolf unter den Schafen, sondern das Schaf unter den Schafen, um so ein bisschen so Synchronisation hinzubekommen, gerade was auf der Kommunikationsebene, damit halt alle wissen, aha, der Schaf geht in die Richtung, also folgen wir denen. Ist das bei dir ähnlich, dieses Sheep Leadership tatsächlich, dass du dich wie ein Schaf fühlst? Ja, vielleicht kann man so sagen, so habe ich es noch nie gesehen. Ich finde, man fühlt sich, einerseits ist man eben immer die Ansprechpartnerin als Leaderin, aber im Kontext der Musik kann man eben auch im Team agieren. Und im Team heißt immer, dass wir alle zusammen auch gegenseitig, wie du schon gesagt hast, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und in dem Fall auch miteinander musizieren. Und das heißt auch, wenn einer eine musikalische Idee reingibt, dann geben die anderen vielleicht nach und unterstützen das und ballern das nicht weg. Die Claudia sagt gerade, der Wolf im Schafspelz. Ah, die Claudia, die ist wieder aktiv hier. Ich sehe die ganze Zeit, was da laufen. Aber ich bin ein bisschen weit weg jetzt vom Display. Kompliment an Claudia, du bist da wirklich eine super Moderatorin. Also dich werden wir wahrscheinlich für die nächsten Sessions buchen. Ja. Claudia ist aus Zürich zugeschaltet übrigens. Schöne Grüße nach Zürich. Kommen wir mal zu einem interessanten Thema, was jetzt die Künstlerin betrifft. Wir sind in der Corona-Pandemie. Wir haben jetzt in den Schlagzeilen wieder mitbekommen, dass die Künstlerszene jetzt wieder durch den harten Lockdown, der jetzt droht, wieder leiden werden. Du hast es gestern gesagt, Fluktuation der Zuschauerinnen. Es werden immer weniger. Es mussten jetzt vor kurzem viele Konzerte abgesagt werden. Es betrifft natürlich auch dich persönlich. Vielleicht mal ganz kurz, wie empfindest du das Ganze und wie hat das Leadership jetzt, welche Rolle nimmt das jetzt quasi ein in der Situation, wenn Musiker absagen? Wie hältst du das Team zusammen oder wenn es kein Team gibt, wie machst du das jetzt einfach? Also wir haben dieses Jahr erst seit August gespielt. Bis dahin waren tatsächlich alle Konzerte abgesagt und von August bis jetzt war da nichts abgesagt. Aber wir haben gespürt, gerade in den letzten drei Konzerten, dass die Besucherzahlen rückläufig sind. Das ist schade, aber wir spielen trotzdem. Und das war immer meine Devise. Ich habe auch das mit meinen Musikern untereinander, mit denen ich dann live gespielt habe, vorher abgesprochen, dass wir trotzdem spielen, egal wie viele Leute da sind. Und wir hatten jetzt bei den letzten zwei Konzerten so 12 Zuschauer. Aber die Zuschauer, die dann da waren, die waren wirklich da, weil sie das Konzert hören wollten. Die waren auch begeistert. Da gab es sehr viel positives Feedback und all diese Dinge. Ja, was macht man? Also ist natürlich grundsätzlich so, dass jetzt diese ganze Geschichte mit Corona und der Pandemie, ich denke mal, für alle Menschen deprimierend ist, egal welchen Job man ausübt, weil es überall Schwierigkeiten und Einschränkungen gibt. Das fängt ja dann auch schon in Köln an, jetzt mit dem Adventsmarkt. Wenn man auf den Weihnachtsmarkt geht, braucht man 2G und so weiter. Die Aufgabe, die man letztlich hat, und das ist die immer, die man als Leiterin hat, ist natürlich, man muss sein Team zusammenhalten und motivieren. Punkt. Anders funktioniert das nicht, sonst kann man das Team nicht zusammenhalten. Jetzt ist es bei mir natürlich so im Konstrukt, so groß ist das Team nicht. Ich spiele hauptsächlich viel mit meinem Saxophonisten und dann kommen weitere Musiker dazu. Große Aufführungen haben wir sowieso nicht mehr gehabt seit 1,5 Jahren, weil seit Corona ist das gar nicht mehr möglich. Also die Zeiten, wo ich mit 8 Leuten auf der Bühne stand, die sind schon ein bisschen her. Das war 2018 zuletzt. Und was das betrifft, also ich finde auch da ist das Thema Kommunikation wieder wichtig, mit den Leuten in Kommunikation bleiben, in Verbindung bleiben. Wir müssen alle diese schweren Zeiten durchstehen, sowohl Besucherrückgänge als auch Konzertrückgänge. Für die Veranstalter ist es auch nicht leicht. Aber ich glaube, der Weg ist einfach der Reden.
Also wir müssen in Verbindung bleiben und reden und kommunizieren und uns auch austauschen. Und ich finde es auch wichtig, dass man die unterschiedlichen Meinungen und Standpunkte zulässt. Ich habe festgestellt, dass es sehr gespalten mittlerweile ist. Es gibt halt die Impfgegner und die Impfbefürworter. Das sind so zwei gegenüberliegende krasse Lager. Ich bin da weder in dem einen noch in dem anderen. Aber ich finde trotzdem, man muss die Meinungen der anderen auch gelten lassen und sich anhören und überlegen und diskutieren. Das findet nicht ganz so toll statt in letzter Zeit. Das ist mir aufgefallen. Über Social Media vor allen Dingen sehr polemisch wird gesprochen, sehr emotional und sehr polemisch. Verständlicherweise, aber ich glaube, dann ist er wieder ein bisschen von weg. Musstest du deine Haltung jetzt verändern durch diese Krise oder durch diese Situation in puncto Kommunikation mit dem Team? Das heißt, du hast gerade das Thema Zuhören angesprochen, aktives Zuhören. Bist du dadurch mehr in die Coaching-Haltung reingegangen oder wie läuft die Kommunikation tatsächlich ab? Also Also, ich glaube, das spielt immer mit, der kleine Coach. Auch wenn man das nicht so bewusst marketingtechnisch formuliert, sondern das gehört immer dazu, dass man auch die Stimmung der Musiker aufnimmt. Geht es denen schlechter oder besser? Und dass man da auch ein bisschen guckt, was kann man machen. Und für mich war einfach ganz klar, je mehr wir spielen können, desto besser wird es sein, weil sich die Musiker sehen und weil die wieder das machen können, was ihnen wirklich am allermeisten Freude macht, nämlich Musik spielen und es anderen Leuten geben. Alle unterrichten und geben da auch was weiter, aber wir wissen alle, dass die größte Dankbarkeit natürlich die ist, dass man sich ausdrückt im Jazz und seine Soli spielt oder seine Musik weitergibt und die Leute das wertschätzen können und anerkennen. Und das ist einfach der schönste Moment. Und in dem Moment ist es dann einfach auch egal, ob da 10 Leute sind oder 11 oder auf der Straße spielen. Es sind Leute da, die das mitkriegen und hören. Und deswegen war meine Devise immer, ich sage nicht global die Konzerte ab. Wir spielen, bis es von der Bundesregierung oder vom Veranstalter nicht mehr möglich ist. Und die letzte Möglichkeit, und das haben wir in Italien auch gesehen, wäre dann noch die, dass ich mich auf den Balkon stelle mit meinem Piano und singe und spiele. Das kann mir da keiner verbieten. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten und dieses Italien-Modell mit der Balkonmusik hat ja auch gezeigt, dass es wahnsinnig wichtig ist, ne? Claudia sagt anerkennen, genau, Musik spielen, zusammen halten ist wichtig, Zusammenhalt. Die letzte Frage an dich, Judith, dann sind wir auch schon durch. Wir haben ja auch Führungskräfte demnächst irgendwann mal eingeschaltet, also asynchron zumindest, nicht synchron heute. Welche drei Tipps kannst du dir mitgeben, wenn es um Leadership geht, wenn Musik verbinden soll, wenn Kommunikation verbinden soll? Welche drei Tipps hast du da auf Lager? Ja, das sind immer so die Fragen. Also ich denke, es ist egal, ob man eine Firma leitet oder ob man wie Steve Jobs für eine Marke steht oder stand, besser gesagt. Es ist immer, eine Führung ist immer dann gut, wenn man nicht nur leitet und damit die Verantwortung trägt, Entscheidungen zu fällen, sondern eben auch weiß, was in seinem Team los ist und auch auf das Team eingeht. Das heißt, man braucht eine gewisse Form von Empathie und Einfühlungsvermögen. Das haben wir natürlich in der Musik mehr geschult, auf musikalischer Ebene zumindest, auf menschlicher nicht immer, ne? Wir wissen auch, dass es sehr autistische Musiker gibt. Aber das ist sehr wichtig. Das eine ist, dass man eben als Leiterin Verantwortung übernimmt und Entscheidungen trifft. Und sehr wichtig ist auch Klarheit, sehr klare Entscheidungen zu treffen. Und das zweite ist, dass man mit seinem Team in ständiger Verbindung und Kommunikation bleibt, damit man Probleme auch frühzeitig erkennt und analysieren kann, um sie zu lösen. Denn das Schlimmste ist, wenn sich die Leitung vom Team praktisch abhebt und keine Verbindung mehr da ist, dann funktioniert das System nicht. Und ich glaube, so kann man erfolgreich sein. Vielleicht fällt mir noch mehr Also, ein, aber in der Sekunde nicht. genau, also Leadership bedeutet aus deiner Sicht, um das nochmal zu paraphrasieren oder zusammenzufassen, erstens so ein Einfühlungsvermögen aufzubringen für die Mitglieder, für das Team an sich. Dann klar zu kommunizieren, wo es hingeht. Also wenn wir jetzt in einem Thema Transformation sind, wir verändern uns ja ständig. Gerade durch Corona hat uns ja quasi selber dazu gebracht, uns ständig zu verändern. Und dann halt diese Verbundenheit, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Verbundenheit, diese Bindung zu fördern, damit das Team nicht auseinanderbricht. Sind das Man so die muss drei mit, Erfolgsfaktoren? ja, man muss mit dem Team in Verbindung bleiben. Man darf sich nicht ablösen. Wenn die Leitung sich ablöst und zu weit oben steht und zur Basis keine Verbindung mehr hat, dann trennt sich das.
Und dann weiß die Leitung nicht mehr, was in der Basis los ist. Und die Basis sagt, was die Leitung entscheidet, hat nichts mit uns zu tun. Das kennt man wahrscheinlich aus allen beruflichen Bereichen mehr oder weniger. Judith, hast du Ja. noch ein paar abschließende Worte an unser Publikum? Ja, ich möchte alle motivieren, weiter dran zu bleiben an den Dingen, nicht aufzugeben. Das finde ich jetzt sehr wichtig in der Corona. Hi Bernd, in der Corona-Zeit. Und wir haben schwere Zeiten und wir haben im Moment auch, ich sag mal, widersprüchliche Entscheidungen der Regierung. Das ist ja überhaupt keine Frage. Das will ich jetzt auch nicht diskutieren. Ich will mich auch nicht politisch in ein Lager begeben. Aber es ist unheimlich wichtig, dass wir A, uns motivieren und B, auch kreativ sind und Lösungen finden, wie wir weitermachen können. Also ich bin auch am Überlegen. Natürlich sind Streamings heutzutage up to date neben Live-Musik. Das ist auch sicher eine tolle Möglichkeit, um weiter was zu machen, was kontaktlos bleibt oder ich sag mal hygienefreundlich, ne? Aber es ist nicht die Lösung, weil das Live-Feel, was wir haben, wenn das Publikum mit uns im Raum sitzt, ist einfach eine andere Nummer. Und das kann man über ein Streaming nicht erzeugen. Und deswegen bin ich weiter am Überlegen, was man machen kann, an zukünftigen Formaten. Wie kann man die Live-Musik oder überhaupt die Musik weiter gestalten, um trotz all den Schwierigkeiten, diese Momente weiter zu erleben und weiterzugehen. Ich habe noch nicht die Lösung. Die verrate ich euch selber. Die können wir noch entwickeln. Erstmal vielen Dank, Judith, für Danke. das korte Interview. Vielleicht machst du noch einen Out-Jingle für uns. Outjingle. Ein Out-Jingle. Dann bedanke ich mich bei dir, bei dem Publikum, bei der Claudia vor allem, die uns da tatkräftig unterstützt hat. Danke, Und Claudia aus Zürich. Die Schweiz war dabei. die Schweizer dabei, Dach. Bis Und dann bald. Und du kannst hören es wir ja uns jetzt nächsten Mal. hochladen, Joachim, ne? Dann kann Genau, man ich das lade es jetzt morgen hoch. sehen. Ich lade es hoch. Gut, schmeißt Ich uns danke was. euch. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao.